Hallo und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online und auch willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Kleiner Disclaimer vorweg. Ich habe ein bisschen mit euch auf. Jetzt muss ich ein bisschen viel reden. Was mache ich in der Zwischenzeit? Ich habe ein bisschen viel zu erzählen gerade. Ich werde einfach mal. Ja, da drüben ist die Quest, die wir angehen werden. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Schnelle Augen sollten sehen, was das für eine Quest ist. Nein, ich bin nicht da. Ich gehe mal da hinten in den Sumpf und gucke mal, was da mache ist. Denn ich muss ein bisschen erzählen. Folgendes: Es ist jetzt circa 2 Wochen her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Für euch ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich keine 2 Wochen vergangen, denn die letzte Folge war vor 2 Tagen. Das wurde ja richtig professionell getimt von mir. Ja, ich habe ein bisschen mit euch diskutiert in Kommentaren, Twitter, Pipapo und so weiter. Zu 90% auf Twitter. Mann, warum? Leute, ich will mehr Aktivität in den Kommentaren auf YouTube. Warum schreibt ihr nur auf Twitter? Erste Frage, ne? Ab in die Kommentare mit, dann haben wir schon ein bisschen mehr Aktivität auf YouTube. So, da habe ich mal 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, was ich euch denn gefragt habe, auch auf Twitter, wo ihr aktiver seid, was ich nicht verstehe, aber das ist das Thema. Wollen wir mit den Quests fortfahren, mit den kleinen Quests, die ich euch letztens in der Folge angeboten habe? Oder wollen wir größere Questlines angehen? Eure Entscheidung ist eigentlich ziemlich schnell gefallen. Wir wollen kleinere Quests, also Nebenquests, also so kleinere Aufträge für Anwohner, für das Wohl des Landes quasi. Also, was eigentlich nicht so wirklich Auswirkungen auf die gesamte Welt hat. Also, die Quests, wo es wirklich darum geht, wir retten die ganze Welt, Pipapo und so weiter, die sollen wir in dem Let's Play machen. Und kleinere Quests wie Nebenquests und so weiter sollen wir uns doch bitte in einem Livestream geben. Die Idee fand ich ganz reizend, denn ich habe mal wieder Bock zu Livestreamen. Ob es auf diesem Kanal sein wird, wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich auf dem Livestream-Kanal sein, deswegen auf jeden Fall auch mal beim Livestream-Kanal vorbeischauen und da auf jeden Fall ein Abo da lassen, damit ihr da auf jeden Fall nichts verpasst. Das soll jetzt keine Werbung sein, doch eigentlich schon. Aber egal. So, ich habe ein bisschen rumgefightet, denn... Was ist das denn für ein geiler Gua? Der hat den bleichen Gua. Geiler Typ. Oder ist Veteran Rang 133? Du bist kein geiler Typ. So, haben wir auch ein bisschen level-technisch jetzt was gemacht. Ja, die Quests, die wir davon haben. Wir wollten ja die großen Quests machen, also die DLC-Quests, die Erzählungsquests. Ich habe auch schon mich heute eingeloggt und wollte... Ich kann es dir mal kurz zeigen. Hier sieht man ja die Erzählungen, Kapitel, Morrowind und hier die DLCs, die wir natürlich alle haben. Auch die, die man nicht braucht. Die wir uns wahrscheinlich auch noch holen werden, weil man die doch irgendwann braucht. Aber im Moment brauche ich sie nicht. Das sind die 4 großen Questreihen, die es zusätzlich zu den 2 Hauptquestreihen gibt. Ich wollte eigentlich schon Dark Brotherhood anfangen, also die dunkle Bruderschaft, weil die mir ganz gut zusagt. Aber dann habe ich mir ins Spiel eingeloggt und eine reizende Dame kam mir entgegengerannt, wie ich hier in dieses Land gereist bin, wo eigentlich dunkle Bruderschaft stattfindet. Und ja, ich wollte eigentlich das aufnehmen, das Gespräch mit der reizenden Dame, aber ich wusste aus Erfahrung, das ist nicht mein erster Charakter, dass diese reizende Dame ziemlich schnell wieder verschwindet, wenn wir die Quest nicht sofort annehmen. Denn es gibt größere Questreihen, die man... einfach so zugeworfen bekommt. Zufällig. Wo man keinen Einfluss darauf hat, wann und wie man die bekommt. Und das ist eine dieser Questreihen. Deswegen habe ich die einfach mal prompt schnell angenommen und dieses kleine Gespräch mal offscreen hinter mich gebracht. Das war ein ganz reizendes Gespräch. Wir sollen uns jetzt auf einem Schiff treffen mit ihrem, ich zitiere, Gönner. Mit ihrem Gönner sollen wir uns treffen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist das Schiff da hinten wahrscheinlich. Deswegen werden wir einfach mal zu dieser Dienerin des Gönners hingehen. Irritieren an der ganzen Sache tut mich nur, dass diese Quest Seelenberaubt den Kalthafen heißt. Für die Leute, die Elder Scrolls spielen, die wissen, dass Seelenberaubt den Kalthafen die alte Hauptquest, des alten Spiels vor dem Morrowind Update war. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Ersatzquest für die alte Hauptquest ist oder ob das die alte Hauptquest nur in abgewandelter Form ist. Egal, ich wollte die alte Hauptquest sowieso irgendwann spielen. Ob wir sie jetzt spielen oder später ist eigentlich irrelevant. Wir reden einfach mal mit rein. Braucht ihr eine Überfahrt zwischen Auridon und Gradwald? Ich habe ein Abkommen mit ein paar Freibeutern. Sie bringen uns kostenlos hin. Sagt Bescheid und ich rudere uns hinaus, damit wir sie treffen können. Wir sollten uns doch auf einem Boot mit ihr mit dem Gönner treffen. Müssen wir wirklich nach Auridon? Okay, in Ordnung. Ich bin bereit, nach Auridon zu reisen. Wir gehen einfach mal, weil die Quest führt uns zu dieser reizenden Person hier. Dann werden wir einfach nach Auridon reisen. Vielleicht ist das Schiff auch in Auridon. Ich weiß es nicht. Auridon ist übrigens eines unserer Heimatländer. Also, bis jetzt waren wir eigentlich nur questtechnisch in Vardenfell unterwegs, was ja eigentlich ein Land einer feindlichen Nation ist. Denn Auridon ist ja ein Land des Altmeridominiens. Was unser Land ist, unsere Nationalität... kleiner Disclaimer, ich habe ein bisschen an meinen Soundeinstellungen gefällt. Bitte da Resonanz in den Kommentaren, ob die Sounds bei meiner Stimme ein bisschen besser sind. Himmelswacht entdeckt.
triggert etwas. Bitte. Sprecht mit dem Gönner. Wir müssen ein Stückchen höher. Gehen wir auf das Schiff hier. Soll ich denn da rüber? Sollen wir da wirklich rüber? Okay, ich gucke einfach mal auf die Karte. Nein, wir müssen nicht auf da rüber. Ich dachte schon. Wir sind da runter. Wir müssen auf das Schiff da unten. Sprecht mit dem Gönner. Ja. Leute, ich gehe den Weg jetzt nicht. Ich reise. Die paar Kröten können wir uns doch mal leisten. Wir sind jetzt übrigens in Gradwald, der Hauptstadt von einem Altmeri-Dominion. Das ist nicht die Hauptstadt unseres kompletten Nation. Die komplette Hauptstadt unserer kompletten Nation ist, glaube ich, wenn ich mich ganz irre. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist die Hauptstadt unserer kompletten Nation. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich wusste es mal. Es ist schon so lange her, wie ich wirklich gequestet habe in diesem Spiel. Die letzte Zeit habe ich eigentlich nur gelevelt und so weiter, also Charaktere hochgegrindet und so weiter, was ja ein typischer ESL-Spieler, wie ich es doch bin, auch macht. So, jetzt sind wir hier. Da drüben scheint es weiter zu gehen. Sprecht mit dem Gönner. Wir müssen jetzt auf das Schiff und mit dem Gönner sprechen. Wer ist dieser Gönner? Das hat mich so irritiert, denn ich kenne die Questseelen überhaupt in Kalthafen, aber ich kenne den Gönner nicht. Der sagt mir nichts. Den gibt's nicht. Oder besser gesagt, den gab's nicht in der alten Welt von Elder Scrolls Online. Ich sag immer, in der alten Quest, das viele wissen das nicht. Elder Scrolls Online gab es auch schon vor dem Morrowind-Update. Mit dem Morrowind-Update kam ja noch ein großer Brocken dazu und vieles im Spiel wurde überarbeitet. Doch, egal. Wenn ihr es nicht wisst, googelt es. So. Die einstweilige Verehrerin. So heißt das Schiff. Wo ist jetzt der Gönner? Unwahrscheinlich. Ich bin echt irritiert gerade. Ich bin fucking irritiert. Hier ist der Gönner. Der Gönner. Ja. Typischer Landsmann, ne? Was zum... What? Was? Also, nee. So geht es hier also los. Ach so, das... Ah, okay, ich hab's verstanden. Okay, der Weg klang gekehrt. Tamriel war einmal... Was? Tamriel war einmal... Ja, darf ich weiter... Nein, darf ich nicht weiterlesen. Findet einen Weg aus Kalthafen zu entkommen. Ach so. Ich will es kurz erklären. Ich will es einfach kurz erklären, weil es... Oh, hallo. Geht es euch gut? Ja, Lyris, mir geht's wirklich sehr gut, meine alte Freundin. Ich weiß, was du Lyris hast. Danke. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Oh. Natürlich steckt etwas Kampfesmut in uns. Ja. Für die Leute, die Elder Scrolls Online vor dem Morrowind-Update gespielt haben, war das hier die erste Hauptquest. Wir waren am Anfang unseres Let's Play auf diesem Schiff. Das ist die neue Startquest. Doch das, was wir jetzt spielen hier, das ist die alte Startquest, was sie meiner Meinung nach sehr geil in eine neue Quest verpackt haben. Aber besser gesagt, den Start in diese Quest. Wir werden diese Quest auf jeden Fall machen. So, der wehklagende Kerker. Wir werden einfach mal nicht beachten, dass das mal eine Startquest war. Das ist jetzt eine normale Quest. Kümmerling des Wurms gewesen sein. Das ist auf jeden Fall der Kümmerling des Wurms. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Oh, ich hab da kein Problem. Okay, besiege die Gefängniswache. Ach, der hat überhaupt keine Chance. Sind die eigentlich jetzt neu? Ja, die sind wirklich neu. Also nicht neu im Sinne von neues Design, sondern... Hä? Bleibt in Bewegung. Das hat gerade so viel Damage mit dem gemacht. Noch mehr Daedra. Daedra, also wirklich die großen Feinde dieses Landes. Ich kann auch später nochmal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, zu reden. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. In Bewegung. Ich bleib jetzt hier stehen und lausch denen. Später, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und Lyris nicht die ganze Zeit hier reinquatscht, denn ich will sie ungern unterbrechen, weil das storytechnisch ziemlich wichtig ist, was sie hier blabbert. Später werde ich auch ein bisschen was von der Welt hier erzählen und wo wir uns gerade befinden. Aber im Moment gönnen wir uns einfach mal ein bisschen ein Stückchen der Story. Denn das ist eine geile Story. Machen wir die One-Hit? Keine Frage, machen wir die One-Hit? Verschwinden wir von hier. Das sah gerade ziemlich nach One-Hit aus. Der Prophet. Seid gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Klingt nach einem Deal. Ja, Lyris, wir müssen reden. Das sehe ich auch so. Der Prophet.
Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Aber wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Oh, das glaube ich dir aufs Wort. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Wächter. Was genau sind jetzt diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir denn einen dieser Wächter vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen, Lyris. Wir müssen uns jetzt leider auf eine kleine Geschichtsstunde mit dir einlassen. Wir haben Zeit, oder? Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist denn dieser Prophet, der uns gerade in einem sehr futuristisch aussehenden Holobild dargestellt wurde? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich hier? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Ach echt? Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Ach. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen, wenn ich tot bin? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ich meine, weißt du das bitte? Ich will es wissen. Ich will Rache nehmen. Bitte, Lyris. Ein Mann namens Manny Marco. Ui. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Eine Seelenberaubte? Was wollt ihr damit genau sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Lyris, du bist auch hier. Heißt das, du bist auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht. Oh, nett. Auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Ach schön, na gut, dann sind wir alle in einem Boot. Wie können wir jetzt den Propheten retten? Kommen wir mal zur Sache hier. Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Jetzt mal nicht so ungeduldig, Lyris, meine Liebe. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Das hatten wir schon, ne? Ja, okay. Dann würde ich sagen, Lyris, wir werden uns mal auf den Weg begeben. Wir sollten weitergehen. Wir sollen auf jeden Fall weitergehen. Und zwar zur blutenden Schmiede. In die blutende Schmiede. Den Meisterschmied müssen wir besiegen? Was? Okay, hi. Mach ich dich auch one-hit? Nein, das machen wir nicht one-hit. Alles klar. Du kannst ja versuchen, mich zu blocken. So, dann würde ich mal sagen, ciao, du bist ein wunderbarer Meisterschmied gewesen, aber du wachst es einmal. Reicht die Türme der Augen. Gut alles gemacht, klar. Meine Freundin, bei Arkais Bad. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Naja. Lyris, der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Wo bist du, Herr Prophet? Der Gott der Gewalt, das ist Molag Bal. Oh ne, Molag Bal ist doch der Gott des Vergessens, oder? Ist Molag Bal nicht der Gott... Okay, dann ist Molag... Ist Molag Bal der Gott der Gewalt oder des Vergessens? War nicht irgendwie auch der Gott des Vergessens? Oder war das irgendwas anderes, was ich gerade falsch in Erinnerung habe? Egal.
Molapal ist einfach mal der Gott der Gewalt. Drückt. Ach geil, ich dachte schon, da ploppt gar nichts mehr auf. Meine Ausweichrolle durchzuführen. Wir müssen den Kalthafen sehen. Wir müssen ihn ablenken. Ihr sagt doch, Moloch Baal ist was anderes wie der Gott der Gewalt. Ist der Gott der Intrigen. Aber wer ist dann der Gott der Gewalt? Ist das auch Moloch Baal? Aber egal. Wir werden einfach mal versuchen, die... vernichtet einen Kalthafenwächter. Ja, die Kalthafenwächter sind quasi, wenn man es in die Moderne übertragen würde, die Überwachungskameras hier. Wenn man den Kalthafenwächter ausschaltet, dann hat man quasi auch die Überwachungskamera ausgeschaltet und kann an die Tür passieren. Und geiler Spruch, Lyris. Du bist echt krass am Bein. Wenn man... Wortwitz, egal. Wenn man einen Kalthafenwächter ausschaltet, hat man quasi dann Zugang zu einem der Türe, die sie bewacht. Und kann diese dann passieren. Wenn man die nicht ausschaltet, ist quasi eine energetische Schutzmauer, eine Schutzwand vor diese Tür gespannt, die verhindert, dass jemand hindurchgeht. So, wir müssen dann nicht mehr da entlang. Du backst gerade rum, ne? Ja, wir müssen da hoch bestimmt, oder? Guck einfach mal lieber auf die Karte, das ist... Hä? Vernichtet einen Kalthafenwächter und hier auch vernichtet einen Kalthafenwächter. Wir werden einfach mal in die Richtung hier gehen, denn ich weiß, dass der Kalthafenwächter hier oben ist. Der könnte auch hier oben sein. Gibt es zwei Kalthafenwächter? Die sind auf jeden Fall sehr hoch positioniert, das weiß ich. Ja, da oben ist auch einer. Ich sehe ihn schon von hier, das leuchtet. Gehen wir mal hier hoch, okay. Kannst du das mal wieder lassen, Mr. Tremora? Ich wollte ja noch ein bisschen zu der Story hier erzählen. Wir sind hier quasi in Kalthafen, in einem Land der Daedra. Die Daedra, ich kann noch ein bisschen das Nähkästchen plaudern, während wir uns hier durchschnitzeln. Dann ist es auch ein bisschen gut für Leveln und so weiter, wenn wir uns hier ein bisschen länger aufhalten. Die Daedra. Ein Daedra ist quasi ein Gott. Es gibt die Daedra und die Aedra. Die Aedra sind quasi die guten Götter, die Menschen und die anderen Wesen in Tamriel verehren. Und die Daedra sind eben die Bösen, oder besser gesagt, die mehr oder weniger Bösen. Böse sind sie ja nicht wirklich, sie sind einfach nur, ja, sie haben sich quasi, ach, das ist eigentlich zu viel, um das jetzt zu erklären. Sie haben sich quasi damals, als diese Welt hier erschaffen wurde, denn alle Götter haben bei der Erschaffung dieser Welt, die wir kennen, also Tamriel, mit zusammengearbeitet. Und als diese Welt fast komplett war, mussten die Götter quasi ein Opfer bringen. Manche Götter waren dazu bereit, manche nicht. Die Aedra waren die Götter, die dafür bereit waren, und die Daedra nicht. Die Aedra waren dann quasi an die sterbliche Welt gebunden. Man sieht sie auch in Schreinen der Nord, beispielsweise in Skyrim sieht man das ganz schön. Zum Beispiel Talos. Talos ist ein Gott, der sich damals geopfert hat. Oder Akatosh, oder die ganzen anderen Götter. Aber die ganzen großen Götter, die richtig mächtigen Götter, das sind die Daedra. Jeder Daedra hat ein eigenes Reich. Ich glaube, der Daedra Moloch Baal, der sich ja ein bisschen mehr fürs Böse auserkoren hat, denn... Ich muss ihn mal erwähnen. Die Wächter sind... Nein, ich will nicht mit dir reden. Wenn man von Daedra spricht, spricht man nicht automatisch von einem bösen Wesen. Es gibt Daedra, die wollen nichts mit der sterblichen Welt zu tun haben. Die lassen die Menschen und die anderen Wesen auch vollkommen in Ruhe. Es gibt sogar Daedra, die helfen den Leuten. Das haben wir auch in der Wadenfell-Quest-Reihe gesehen. Da hat die Daedrerin... Daedrerin, sag ich schon. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber uns hat ein Daedra in der Wadenfell-Quest-Reihe geholfen. Und Moloch Baal ist halt ein böser Daedra. Der... Sagst du jetzt dazu was, Lyris, oder? Nein. Moloch Baal ist ein böser Daedra, der dieses Reich Kalthafen, wie es sein eigen nennt, das ist quasi sein eigenes Königreich, seine eigene materialisierte Ebene, und ich kann einfach mal diesen Kalthafen richtig ausschalten. Komm, scheiß drauf. Der hat überhaupt keine Chance. Bats, ciao. One hit. Ich glaube, das ist sogar beim Startquest One hit gewesen damals. Ja, Moloch Baals Reich Kalthafen. Wo war ich? Ich habe gerade den Faden verloren, Mann. Ich war gerade zu schnell im Fluss. Wir müssen jetzt da runter und erreiche die Zelle des Propheten. Ach ja, wir können jetzt die Zelle betreten, da wir die eine Überwachungskammer ausgeschaltet haben. Die andere sendet zwar noch, aber die eine... Okay. Macht Sinn, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Ich versuche mal nicht runterzufallen. Normalerweise sollten wir es überleben mit uns. Nein, so nicht. Nein. Ja, okay, jetzt habe ich mal kurz erklärt, was Daedra und Aedra und so weiter sind. Und warum Moloch Baal sich dem Bösen verschrieben hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach mal damals einen schlechten Tag gehabt und... Egal. Moloch Baal hat einfach was gegen uns. Moloch Baal ist ein schlechter Dude und... Versuch quasi mit den Ankern, die wir in der zahlreichen Umgebung Tamriels finden, die Welt Tamriel, also die Ebene Nirren, an Kalthafen zu binden und damit sein Reich quasi mit der sterblichen Welt Tamriel. Tamriel ist eigentlich auch nur ein Kontinent auf der Ebene Nirren, ne? Also die Ebene, die sterbliche, wo die ganzen Elfen,
Menschen, Nord und Pipapo und so weiter, also die Rassen, die wir spielen können, leben, sind die alles jeder nicht nah. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Na, sehen wir schon. Okay, dem Dude helfen wir mal. Der wird sich wundern, warum ich hier mit meinem Level bin. Der ist Level 2, der hatte die Startquest gerade. Der hat diese Quest hier als Startquest ausgewählt. Wir haben damals Morrowind ausgewählt. So, wo war ich denn bei meinem Dedra-Dings? Ich rede gleich mit dir, Lyris. Nee, ich rede jetzt mit dir, warte kurz. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Ah, wer zum Teufel ist Catwell? Catwell ist der Älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Ein Verrückter. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Ein Verrückter, ich bitte dich, Lyris. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Okay, Lyris, dann wollen wir mal nach dem lieben Catwell suchen. Und ich sehe gerade auf der Aufnahme, wir sind jetzt schon leicht in der Überlänge drin. Euch wird's freuen, mich nicht. Ich muss das alles hier schneiden, rendern und hochladen. Je länger die Folge, desto länger dauert die ganze Schlüssel. So, Leute, aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Vielleicht können wir den allgemeinen Elder Scrolls Talk in der nächsten Folge fortführen. Ja. Ancora, ich finde dich gerade mega hübsch in diesem Licht. Muss ich gerade einfach mal so anmerken, Mann. So, okay. Wir sind gerade richtig tief in diese Scheiße hier reingerutscht. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen weiter talken und ich werde auch ein bisschen mehr erzählen zu dieser Welt. Wenn ihr Fragen oder so habt, einfach mal in die Kommentare stellen. Das können wir einfach mal drüber reden. Wir können einfach mal drüber reden. Auch in den Kommentaren oder ich kann es auch mal in den Folgen quasi selbst thematisieren, wenn es größere Themen sind, die in den Kommentaren vorgeschlagen werden. Aber Leute, ich sag's euch nochmal. In die Kommentare. Nicht auf Twitter. Mann, in die fucking YouTube-Kommentare. Da unten. Unter Videos. Scrollt mal ein bisschen runter. Da steht Kommentare. Da könnt ihr draufklicken und einen Kommentar schreiben. YouTube, nicht Twitter. Danke. Rohan sagt ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst eine Bewertung da. Ciao.